Ich bin mal ins Menü zurückgekehrt, um mir einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Schaut doch gar nicht so schlecht aus, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege Situation. 64%, 9 von 11 Situationen haben wir abgeschlossen und 21 von 30 Zielen, gar nicht mal so verkehrt. Und ich kann mir bald so einen reduzierten Operator leisten. Das klingt nicht schlecht. Hab gesehen, wir sind hier schon bei Nummer 10, schwer befestigt, also das, was wir bisher noch nicht geschafft haben mit Thatcher, genau. Und dann gibt's noch was, obwohl hier noch gar nichts vermerkt ist, da bin ich mal gespannt. Und nochmal, wir probieren's nochmal. Die Geisel wird an einem abgelegenen Ort voller Feinde festgehalten. Viele wurden mit Bombenwesten ausgerüstet. Viele, ja, zwei Minimum. Sie haben in den Engpässen der Hütte Nester mit Nitro-Handys platziert. Sieht immer noch aus. Thatchers EMB-Granaten deaktivieren elektronische Zünder und verhindern eine Kettenreaktion der Sprengladungen. Ja, aber das Problem war bisher das Bombenkommando, was sich frei herumbewegt. Das hat mich schon ein paar Mal zugesetzt und ich hoffe, ich kann heute den einen, der im Haus herumgorkt, dann wieder abgreifen. Aber es gibt ja noch einen zweiten. Da werde ich die Geisel wohl zwischendurch mal in Ruhe lassen. Also, Ziele? Ein Bombengerät deaktivieren. Deaktivieren eigentlich nicht, eliminieren. Und eben die 50 HP. Ich wäre schon mal froh, wenn wir es überhaupt schaffen würden. Wir sind ja auf normal unterwegs, also das geht ja noch schwieriger. Ah, steht schon da unten. Okay, er stand. Entschuldigung. Hab gelogen. Dann mache ich hier gleich mal wieder auf für später. Moment, ich gehe trotzdem hier wieder rein. Jetzt hat er was gehört. Er rampelt, rumpelt herum. Muss aber wieder dran glauben. Hab ein paar Kugeln zu viel verschwendet. Was blinkt denn hier? Weg damit. Hier wird nicht rumgeblinkt. Und hier mache ich auch gleich mal... Ach du Kacke, der kommt schon wieder an. 50 HP haben wir noch und der ist hochgegangen. Terrorist bringt Terrorist hoch. In die Luft um. Ich fasse es ja nicht, da kommt der wieder an. Und wie es hier wieder aussieht, also... Ist nicht schön. Aber ich schätze mal, das ist nicht sein Eigenheim, ansonsten hätte er es nicht so zugerichtet, aber sein Leben hat er ja auch ordentlich zugerichtet, von daher kann man das auch wieder anders sehen. Der hockt doch bestimmt noch her. Sein Kollege ist hochgerannt, aber er nicht. So, lehnen. Was hast du geworfen? Ich guck nach unten, da kann ich nicht geblendet werden, hoffe ich. Da schmeiße ich schon mal was hin. Hören Sie doch auf. Toll, ich habe jetzt schon wieder... Ach, er lebt schon gar nicht mehr. Doch, noch? Hä? Ja, lad nach. Soll ich nochmal neu starten? Weil mit 27 HP komme ich ja gar nicht weit. Moment, Situation neu starten. Das ging schon mal gar nicht gut los und deswegen nochmal. Warum kam der hochgerannt, bevor ich unten war? Weil ich zu viel Lärm gemacht habe? Könnte sein, oder? Was das schon mal schön ist, wir müssen die Geisel nicht selbst finden. Na komm. Hätte ich auch außen rum gehen können, das wäre schneller gegangen. Oder hat... Ne, er hat ja vorhin nicht geschossen, den habe ich ja einfach so umgebracht. Dass er dem Bomber Bescheid gegeben hat, kann ich mir jetzt weniger denken. Ich mache hier wieder auf. Hier drüben, wollte er sagen. Zur Sicherheit gehe ich mal raus. Kommt jetzt hier auch? Ich glaube nämlich nicht. Auf der linken Seite ist irgendwo Musik zu hören. Doch, da ist er. Oh, eliminiert. Kopftreffer und Bombe. Ah, da gibt es dann noch einen von. Wie krass die drauf sind, ey. Aber ich will noch mal rein. Oh, draußen rumpelt es. Ein Gewitter bahnt sich an.
Und hier draußen schneit's. Solche Gegensätze. Ich will die beiden Kollegen hier noch erwischen. Der hockt hier immer noch rum. Blub. Hast du eine Schrotflinte? Was hast du geworfen? Okay, dann gehe ich jetzt wieder hinten rum, weil außen stehen noch zwei. Und die müssten wir spätestens, wenn wir mit unserem Geiselus ankommen, überwinden. Und das muss nicht sein. Da habe ich sowieso schon zu viel zu tun, weil die Geisel nicht sterben darf. Zeig mir das, was du hast, hä? Wo soll hin? Sonst stand da doch immer einer. Weil wir schon zu viel Lärm gemacht haben, oder wie? Ach, ist der im Nebenraumfenster? Da oben. Jetzt erst. Ach, der letzte Schuss war ein Kopftreffer. Hätte auch der erste sein können. Jetzt ist dein Kollege aber noch hier. Ich höre ihn auf der rechten Seite. Ich will so wenig Lebenspunkte wie noch möglich verlieren, weil die werde ich noch brauchen im weiteren Verlauf. Da ist er ja. Kopftreffer aus der Hüfte. Soll ich mich hier drin nochmal weiter umsehen? Kann ja nicht schaden, oder? Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Vielleicht soll ich ja meine Taktik mal ändern. Ach ja, nur durch Fenster geht das. Wenn ich jetzt springen will, geht das nicht. Ich darf es auch nicht aufrahmen. Bei drei Schlägen sind die Holzbarrikaden ja kaputt. Also ein Bombenheinz ist er noch. Oh Gott, dem will ich eigentlich ungern auf gleicher Ebene begegnen, weil der verfolgt uns sein, der ist ziemlich flink. Hör auf. Wenn da jetzt noch einer ankommt, dann nicht schön. Ah, der letzte Treffer war wieder ein Kopftreffer. Das muss der erste sein. Ja. Schon gewundert, warum lugt da einer über den Tisch? Ich häng wo. Da ist bloß eine Richtung. Da ist nix weiter. Die spawnen ja dann sowieso nochmal, wenn wir die Geisel haben. Ich würde ganz gerne hier wieder raus, um dann hochzugehen. Ich glaube, ich treffe gleich auf den Bombenheinz. Ich könnte ihn zwar auch mit der Kamera auskundschaften, aber dann müsste ich mir ihn merken. Ach so, hier geht's gar nicht lang. Ach, da ist wieder Polizei und da oben wird gerumpelt. Dann gehe ich jetzt mal raus. Swoop. Also jetzt haben wir drei erwischt hier drin, ne? Drei erwischt, die uns hätten schon ärgern können. Ah, der kam da aus dem Fenster, deswegen steht er da, glaube ich, oder? Weil da habe ich ja nicht... Habe ich aufgeschossen? Hier war es ja unter den Tisch werfen. Damit auch alles zerstört wird, genau. Da stünde ja dann schon jemand direkt an der Tür, außen und innen, das weiß ich auch noch. Naja. Will da noch jemand kommen? Bricht hier Eis ab? Eis am Dach. Das mache ich schon wieder. So, hier mache ich für den Fall der Fälle schon mal auf. Moment, ist das jetzt der, der sowieso da draußen steht? Ja, und da drüben sitzt auch auf. Das wieder. Ach, das war das ja aus dem Video. Moment, wurde der jetzt aufgemacht? Ich will meine 100 HP so lange wie nur möglich behalten. Kann ich das abbrechen? Ja. Komm. Schön. Ich bleib mal hier. Das war wieder Eis, oder? Ach nee, die hatten da drin ja gar nichts, ne? Oh. Weg ist weg. So, der Bildschirm darf wieder auch weg. Da flitzt einer. Kommt da noch jemand vor? Hallo. Ich weiß, dass da noch einer ist. Dann zerballer ich aber wieder zu sehr die Wand.
Nicht aufstehen, wer hat denn das gesagt? Direkt über die Geisel wieder einer erwischt. Der hat ja schon die letzten Male dahin geschaut. Oder von da geguckt. Wir haben noch 100 HP. Die Geisel lebt auch noch. Ja, wunderbar. Also, bisher läuft es gar nicht schlecht. Der ist weg. Wer hat denn sich um ihn gekümmert? Naja, ich werde mich erstmal um den Stacheldraht kümmern. Einfach, weil er uns nerven könnte. Just die Frage, wenn ich die Geisel mir schnappe, dann spawnen irgendwo die nächsten. Aber bis dahin, das werde ich gleich machen. Ach, hier draußen ist schon noch einer, stimmt's. Aufmachen will er jetzt nicht. Aber ich höre ihn draußen stapfen. Ich mache gleich das kleine Fenster auf. Er hat uns getroffen. Und das nicht zu knapp, dann draußen piept es wieder. Ich weiß, warum es da piept. Weil da Zeug ist. Hast du kurz, oder? Hat aber offensichtlich alles zerstört. Dieser blöde Stacheldraht. Wenn der hier nicht wäre, hätten wir es zumindest zeitlich gesehen etwas einfacher. Stimmt, jetzt habe ich dafür nichts mehr. Jetzt muss ich die Einzelnen alle zerschießen. Der ganze Stacheldraht noch. Oh. Oh, 4 HP. Das war zu nah, okay. Die haben da echt Annäherungssensoren. Ich wünschte, ich hätte hierfür noch eine EMP gehabt. Ich glaube, da an der Wanne liegt noch was. Scheiße. 4 HP, das wird nix. Mann. Dann erstmal aufmunitionieren. Vielleicht wird es ja doch noch was, aber ich werde jetzt erstmal die Geisel antippen. In die Ecke hocken. Vorsicht mit dem Kopf. Und jetzt warte ich erstmal, bis die ankommen. Die stürmen jetzt das Haus, weil ja keiner mehr drin ist. Da klebt ja noch was. Oh. Wollen sie auch kommen? Da war er. Er ist auch gekommen. Ich glaube, so ein Bombenträger spawnt da draußen noch. Also aktuell höre ich niemanden. Ich lausche nochmal. Nein, in unmittelbarer Nähe höre ich niemanden. Da können wir auf jeden Fall nicht runter. Wenn ich die Geisel nicht habe, wird mir auch nicht mein Ziel angezeigt, wo ich hin muss. Das ist schade. Hier war ja, glaube ich, das Bad, ne? Was ich jetzt mal machen will? In der Hoffnung, dass da noch Nitro kaputt geht, mache ich jetzt hier mal auf. Hab offensichtlich aber nichts dergleichen zerstört. Ah, da klebte das Piep-Piep noch. So, jetzt hätten wir das. Ich will hier mal was anbringen, in der Hoffnung, dass hier Stacheldraht mit kaputt geht. Deswegen so weit rechts, wie es halbwegs noch geht. Ich frage mich, wie pappt denn das eigentlich in der Wand? Haben die da irgendwie doppelseitiges Klebeband? Ah, ist nicht kaputt gegangen, schade. Draußen waren auf jeden Fall noch einige, aber es kann sein, dass es erst ausgelöst wird, wenn wir draußen sind mit der Geisel. Ich schnapp mir die nochmal kurz in der Hoffnung, dass ich bloß wieder. Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. Muss auf jeden Fall dahinter. So, kommen jetzt die nächsten an. Nur weil ich sie mal kurz wieder angepackt habe. Dass hier kein Medkit da rumliegt, das ist ärgerlich. Ich höre wieder jemand draußen. Ist, glaube ich, noch ein Stockwerk tiefer. Nee, er war schon oben. Kommt noch jemand, ich lausche mal. Was ich links höre, ist wieder Musik. Oh, Klopapier, geil, mitnehmen. Oh, da kommt jemand. Ach du Kacke. Oh oh, ich glaube, wir sterben jetzt. So, der ist wieder so nah. Wir sterben, ja, oder? Hätte mich umdrehen können, auf ihn schießen können, aber 4 HP, kacke, ey. Also, Einsatz, ne, Situation Nummer 10 ist ganz schön hart. 28 Ansehen, immerhin.
ganz schön hart. Und dabei spiele ich es bloß auf normal und einen extra Situationchen kommt dann wohl noch. Eieiei. Geisel lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Aber da packt mich auch mein Ehrgeiz, das zu schaffen. Hey, der hat ja auch geschossen. Lümmel. Tja, ist die Frage. Ich gehe direkt wieder hier rein. Zur Sicherheit. Kommst du jetzt wieder an? Ich glaube diesmal nicht. Es klingt auf jeden Fall nicht so. Moment. Nee. Dann hier nochmal auf. Na. Und rein. Erst er. So, der steht da unten. Ach stimmt, der hier oben auch noch. Der hat's gar nicht gerallt, ne? Der kommt noch gar nicht an. Oh, jetzt. Ich habe ihn erwischt, aber ich habe auch Leben verloren. Aber Hauptsache, er ist tot. Der kommt unten aus der Küche. Okay, okay, okay. Da oben, der an der Tür, stimmt. Dann war das vorhin auch der, der nochmal vorgelaufen ist. Wo ich mich gewundert habe, warum da schon auf ist. Ich muss ja an sich nochmal raus, auf dem Vordach, aber es ist, glaube ich, der. Ich treffe ihn von hier nicht. Ich muss auf die Munition aufpassen. Ich habe zwar noch genug, aber es könnte später eng werden. Geht doch. So, will ich jetzt nochmal raus und die da auf dem Vordach bzw. den einen da draußen erwischen? Ja, weil das war bisher gar nicht mal so verkehrt. Blopp. Ja, ja, alte Mechaniken, die sich bisher ganz gut bewährt haben. Ich glaube, das einzige Problem, was ich noch habe, ist der zweite Selbstmordattentäter. Der macht mir das Leben noch ganz schön schwer. Er hat uns getroffen. Naja, 17 AP verloren. Sei es drum. Ich gehe hier wieder rein in der Hoffnung, dass unten noch einer ist, den ich umbringen kann. Na? Die haben sich schon alle nach vorne bewegt. Die haben wir ja schon unten erwischt. Außer den einen. Kopftreffer. Na, dann geht's jetzt wieder hoch. Und nicht so viel Leben verlieren. Weil das brauchen wir noch für den Bombenmann. Oder für andere etwaige Situationen. Hier ist wieder zu. Hier ist jetzt aber auch niemand drin. Ah, hat's alles zerstört. Wobei, ja doch. Kommt da jetzt noch einer durch? Hier komme ich ja nicht rum, nein. Ich will immer gucken, ob da jemand kommt. Könnte mich nämlich ganz schön runterschießen, der Lümmel. Da ist noch zu, da ist er weg, dann... Bald ich die EMP-Granate noch bereit. Ich habe ja noch zwei. Ne, drei sogar. Okay. Oh, er kommt raus. Ich glaube, durch die Tür ist einer gekommen. Da ist ja ein Kopf, sehe ich gerade. Dann weg damit. Noch einer. Geh mal weg. Wie es denn einfach zerbricht. Einer war danach genau drin. Na? Weg. Gut. Das sollten jetzt wieder alle bei der Geisel gewesen sein, wenn ich jetzt nicht verkehrt liege. Ja, scheint so. Blöder Stacheldraht. Ach stimmt, einer ist ja noch draußen. Der hat uns ja vorhin so ziemlich viel gekostet. Ob der das schon hört?
Na, ist egal, er lebt nicht mehr. Hat, glaube ich, noch was geworfen. Im Bad will ich jetzt gar nicht noch aufräumen. Ah, es kommt alles aus dem Bad, das Gepiepe. Dann pappe ich da mal was dran. Wozu haben wir die schönen Sachen? Komm schon. Stacheldraht. Auch zerstört. Fein. Super. Hinten ist noch was. IQ wäre jetzt noch ganz nützlich, aber das schaffen wir auch alleine. Ja, was jetzt? Gute Frage, ne? Stimmt, da draußen war ja noch was und das war das Ende. Ach, hey, Jemine. Ich gehe es nochmal in der nächsten Folge in aller Ruhe an, aber Mann, habe ich das vergessen? Ich habe das nochmal vergessen. Das stimmt ja, ich hatte noch EMP übrig und jetzt weiß ich auch warum. Warum ich das Pieps nicht gehört habe, keine Ahnung, aber beim nächsten Mal. Ich glaube dann der Minimum dritte Anlauf, oder? Naja, mal schauen. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.